Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Kreuzband. Ich bin hier Martin Buinski und heute geht es darum, wann du mit der Physiotherapie nach deinem Kreuzbandriss beginnen solltest. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich dir es jetzt gerne zu tun. Es kostet dich nichts und du bleibst vor allem im Verlauf deiner Reha immer auf dem aktuellsten Stand. Im Prinzip ab der Verletzung sollte die Physiotherapie beginnen, denn solltest du dich operieren lassen, gilt es darum, dein Knie so gut wie möglich auf diese OP schon vorzubereiten, sei es mit abschwellenden Maßnahmen, sei es mit Beweglichkeitsverbesserung oder sei es zum Beispiel auch schon mit Krafttraining, damit du mit einer möglichst guten Muskulatur schon in den OP-Saal kommst, damit der Abbau hinterher nicht allzu groß ausfällt. Denn alles, was du im Prinzip schon mitbringst, musst du nicht mehr mühselig dann nach der OP unter schlechteren Bedingungen auftrainieren. Und dementsprechend ist es wichtig, von Anfang an dosiert zu belasten und zu schauen, dass du dich so gut wie möglich dann auf den OP-Termin vorbereitest. Es gibt Ärzte, die verschreiben Physiotherapie schon vorher. Das finde ich persönlich immer richtig gut. Aber es gibt auch Ärzte, die verschreiben erst hinterher Physiotherapie. Dementsprechend ist es da immer unterschiedlich. Du solltest auf jeden Fall schon mal schauen, dass du dich so gut wie möglich, wie gesagt, auf den OP-Termin vorbereitest und ob du dann vielleicht selber mal schon mal zur Physiotherapie gehst und fragst, was du da machen kannst. Das bleibt natürlich dir überlassen, weil es dann dementsprechend auch mit einem eigenen Invest ist und es dann nicht die Krankenversicherung zahlen wird, wenn es dir der Arzt nicht direkt verschreibt. Dementsprechend ist es auch wichtig, wenn du dir dann die Hilfe holst, dass du wirklich mit einer Person in Kontakt kommst, die sich wirklich gut damit auskennt. Und solltest du im Prinzip nicht operiert werden, gilt auch das Gleiche. Da gilt es von Anfang an mit der Therapie zu starten, weil durch den Kreuzbandriss verändert sich auch die Biomechanik im Gelenk und dementsprechend ist es auch da entscheidend, dann die ersten Steps gemeinsam zu machen, unter kontrollierten Bedingungen zu schauen, was darf ich machen, was geht gut und einfach zu wissen, wie sollte ich meine Belastung steuern, nachdem ich mir mein Kreuzband gerissen habe. Dann nach hinten raus ist es natürlich, je später man anfängt, desto schlechter ist es. Deswegen ist es in der Regel am besten, wie gesagt, von Anfang an zu starten. Wenn man Glück hat, sieht es vielleicht so aus, dass man schon Ausgangswerte vor der Verletzung hat. Das heißt, dass man vielleicht mal eine Testreihe durchlaufen ist. Man weiß, was man vorher konnte und kann das an gewissen Zahlen abhängig machen, damit man das fürs Comeback hinterher einfacher hat, zu wissen, was man als Zielsetzung hat. Dementsprechend ist die Antwort einfach kurz und knapp. Von Anfang an, sobald dein Kreuzband gerissen ist, geht es darum, die abschwellenden Maßnahmen einzuleiten, dann natürlich auch die Kraft aufzubauen, aber vorher die Beweglichkeit zu verbessern, dann das Knie so stabil wie möglich zu kriegen, dass du da halt schon mal ein sicheres und gutes Gefühl hast, egal ob du es operieren lässt oder nicht, und dementsprechend dann diese Sachen gut schon mal als Einleitung für die weiteren Zeit nimmst. Ich hoffe, ich konnte dir wie immer weiterhelfen. Wenn du dich fragst, wie das Ganze für dich aussehen würde zum frühmöglichsten Zeitpunkt, dann trag dich unten in die Infobox ein. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Dann können wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Und dann bleibt wie immer eins zu sagen: Nimm es selbst in die Hand, dein Comeback-Kreuzband.